Smarter führen statt Kosten drücken. Natürlich ist die Digitalisierung nicht mehr so ganz neu. Alle Branchen, Unternehmensbereiche sind von diesen Veränderungen mehr oder weniger stark betroffen. Aber das Tempo, mit dem sich diese Veränderung vollzieht, nimmt extrem zu. Viele Vertriebsverantwortliche in den mittleren und oberen Management-Etagen fallen angesichts des steigenden Wettbewerbs und Preisdrucks gerne in alte Verhaltensmuster zurück. Motto: Wir müssen kosteneffizienter arbeiten, um gegen den Wettbewerb zu bestehen. Dabei ist Kostensenken alleine keine Lösung, sondern nur eine kurzfristig wirksame Maßnahme. Langfristig werden die Unternehmen verdrängt, die noch auf den klassischen Vertrieb setzen, ohne sich auf die kommenden digitalen Herausforderungen, die steigenden Ansprüche selbstbewusster Kunden einzustellen. Der Vertrieb und seine Führung werden schon heute in Zukunft noch viel stärker von Kunden definiert, von ihren Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen. Darin liegt die Bedeutung der Vertriebsführung, die Vertriebsorganisation agil zu machen, die internen und externen Kommunikationen im Team transparent und flexibel zu gestalten. Sie müssen Verkaufstalente und Profis ins Team integrieren. Werden Sie Leitbild für Ihre Mitarbeiter und fördern Sie sie, um sie weiterzuentwickeln. Einfach härter zu arbeiten und konsequenter zu sein, hilft nicht weiter. Es geht vielmehr darum, dass Sie Ihr digitales Know-how und Ihre Führungskompetenzen anpassen und erweitern. Seien Sie informierter, um smarter zu denken und zu handeln. Nur so bieten Sie Ihren Mitarbeitern in unübersichtlichen Märkten Orientierung. Sie vermitteln Sicherheit, was Ihre fachliche und persönliche Fähigkeiten betrifft und geben Ihren Mitarbeitern die Motivation, sich weiterzuentwickeln. Dass sich in der Vertriebsarbeit letztlich alles darum dreht, Kunden zu gewinnen, zu betreuen, zu begeistern und langfristig an das Unternehmen zu binden, zeigen auch eigene Auswertungen, die sich an regelmäßigen Umfragen der Deutschen Verkäuferschule orientieren. Danach nennen Führungskräfte im Vertrieb als ihre größten Herausforderungen den richtigen Umgang mit schwierigen und problematischen Kunden und den Ausbau der Umsätze mit Stammkunden. Weiterhin wird die Zurückgewinnung verlorener und inaktiver Kunden genannt. Und zuletzt Neukunden zu dauerhaften Stammkunden zu machen. Alle Aspekte, die mit Kundenakquise und Rückgewinnung zu tun haben, laut den befragten Führungskräften absolute Priorität in der Vertriebsarbeit. Erst dann folgen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Preispolitik, zum Beispiel Rabatte zu verringern und Preiserhöhungen oder Anpassungen durchzusetzen, Dumpingpreise von Wettbewerbern oder, wie ich es liebevoll nenne, Bewunderern abzuwehren und so weiter. Schon der ehemalige Eigentümer des Bertelsmann-Konzern Reinhard Mohn hatte erkannt, der wichtigste Erfolgsfaktor eines Unternehmens ist nicht das Kapital oder die Arbeit, sondern die Führung. Also führen Sie noch smarter.